Ja, moin, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich finde, jetzt ein Jahr, nachdem Tesla so viele Service-Probleme hatte, ist es mal an der Zeit zu kontrollieren, was daraus geworden ist. Sind diese Probleme immer noch so schlimm oder hat sich da deutlich was verbessert? Ich habe nämlich mal wieder ein kleines Problem, beziehungsweise das Problem, was ich habe, das besteht ja schon ein bisschen länger. Und zwar ist das meine brummende Klimaanlage. Jetzt, wo es wieder ein bisschen wärmer wird, ja, jetzt merkt man das natürlich wieder. Und letztes Jahr hatte ich ja mal einen Ranger da, der hatte die Klimaanlage noch so ein bisschen mit Gummi isoliert und abgekoppelt oder entkoppelt vom Chassis. Hat ein bisschen was gebracht, aber nicht viel. Sie brummt halt immer noch, gerade wenn sie ein bisschen was leisten muss. Und deswegen habe ich einen Servicetermin vereinbart. Zumindest habe ich es versucht. Das macht man ja über die App, wie ihr vielleicht wisst. Also bei der App gibt es dann halt einen Punkt Servicetermin buchen. Das habe ich gemacht. Und in wenigen Tagen oder wenige Tage später hatte ich dann eine SMS in meinem Postfach sozusagen, also in meiner Nachrichtenbox von meinem Handy, dass der Servicetermin soweit klar geht. Und ich bat ja auch darum, ob nicht vielleicht doch wieder ein Ranger kommen kann, damit ich nicht nach Hannover muss. Leider haben sie gesagt, gut, Ranger geht jetzt nicht mit der Klimaanlage, das müssten sie sich halt vor Ort angucken. Das heißt, ich habe jetzt einen Termin gemacht. Fahr dann gleich nach Hannover. Das wurde auch dann nochmal bestätigt. Alles klappte im Prinzip reibungslos, wenn man sich an dieses Prozedere App ein bisschen warten. Irgendwann kriegt man eine Nachricht, man kann darauf antworten. Sie antworten wieder. Das ging dann tatsächlich relativ fix. Wenn man sich daran gewöhnt hat, dann ist es im Prinzip überhaupt kein Problem. Und ich fahre jetzt nach Hannover und schau mal, ob sie mein Problem mit der Klimaanlage endlich gelöst kriegen. Denn der Sommer steht vor der Tür. Ich will auch in den Urlaub fahren, und zwar nach Südfrankreich mit dem Auto. Gibt es später noch ein Video drüber, wenn ich wieder zurück bin. Und da habe ich natürlich keinen Bock, zwei Wochen lang eine brummende Klimaanlage zu haben, denn da wird es sehr warm. Also, es wird interessant, deswegen bleibt dran. Jetzt hier in einem Café am Maschsee. Ich habe einen Wagen bekommen, ein schönes Model S 85 in Weiß. Sehr schickes Auto mit beigem Alcantara-Himmel. Auf jeden Fall werden die jetzt meinen Klimakompressor tauschen. Das haben wir vereinbart. Die haben das Brummen auch gehört. Interessanterweise hatte das Model S 85, was ich jetzt gerade fahre, als Ersatzwagen genau das gleiche Brummen. Ist also irgendwie ein systematischer Fehler in den Klimakompressoren. Ich hoffe, der neue hat das nicht mehr. Ja, ich warte jetzt hier ungefähr 3 Stunden, habe ein bisschen was gegessen, trinke hier mein Cappuccino und relaxe so lange, bis ich dann angerufen werde und wieder zurück zum Service Center fahre. Weil das dauert ja schon eine Zeit lang. Ich hätte auch nach Hause fahren können, hat man mir angeboten, dass ich den Wagen morgen erst wieder abhole. Aber das klappt bei mir terminlich nicht, deswegen habe ich mich dazu entschlossen, hier zu warten. Ja, jetzt nach rund 4 Stunden ist mein Servicetermin zu Ende. Ich muss sagen, ich wurde wirklich sehr, sehr zuvorkommend hier behandelt. Ich glaube, man kannte mich hier wohl schon. Ich denke aber, das machen die bei jedem Kunden. Nichtsdestotrotz, der Klimakompressor wurde getauscht. Und was muss ich euch sagen? Leider ist das Geräusch immer noch da. Mussten sie auch selber einräumen. Sie waren selber hier im Service Center ein wenig geknickt und meinten, na gut, jetzt haben wir wenigstens eine Fehlerursache ausgeschlossen. Der Klimakompressor selber ist es nicht. Also es muss irgendwie eine Leitungsführung sein, die irgendwie am Chassis zu stark anliegt und dadurch die Vibration hier auf den Innenraum überträgt. Das müssen wir also nochmal untersuchen und das hat man mir auch angeboten. Das heißt, meine Garantie von dem Auto läuft in 2 Wochen ab, aber man hat diesen Fall quasi in eine Verlängerung genommen, dass ich noch ein halbes Jahr Zeit habe, um das zu beobachten. Und wir können zum Beispiel nach meinem Urlaub jetzt, der ja in den Süden geht, im Herbst einen neuen Termin machen und dann werden sie das genauer untersuchen. Heute war die Zeit leider nicht mehr da. Das ist natürlich doof. Ich hatte gehofft, ich könnte vor dem Urlaub dieses Brummen, was mir richtig Kopfschmerzen verursacht auf Dauer, loswerden.
Leider ist es nicht der Fall. Okay, ich habe jetzt einen neuen Klimakompressor. Kann ich mir momentan leider nichts für kaufen. Aber es war trotzdem extrem guter Service hier von Tesla, dass die es überhaupt gemacht haben. Und wie das alles gelaufen ist, kann ich nur sagen, top, also sehr empfehlenswert. Und das Service Center Hannover ist wirklich spitze. Ich fahre hier gerne hin, zumal auch die Strecke relativ problemlos läuft, im Gegensatz zu Hamburg, wo ich durch den Elbtunnel muss und da ist immer Stau und das ist totales Generve. So, ich werde mich jetzt wieder auf den Nachhauseweg begeben. Der Tag war echt lang, aber ich habe ja heute Nachmittag eigentlich ganz gut entspannt da am Maschsee. Von daher, kleine Entschädigung. Wetter war auch nicht schlecht, war schön warm. Also ganz so schlimm war die Tour jetzt nicht, aber der Tag war trotzdem lang und ich fahre jetzt noch 1,5 Stunden zurück und ich hoffe, auf der A7 ist kein Stau. Das war also mein Service-Erlebnis dieses Jahr 2020. Wie ist der Tesla-Service? Und ich kann nur sagen, im Vergleich zum letzten Jahr, ich hatte ja eigentlich sowieso nie Probleme, aber was man so gehört hatte Anfang letzten Jahres, wie schlimm das doch sei, kann ich jetzt nicht bestätigen. Also na klar, es ist eine Umgewöhnung, dass man nicht anrufen kann, sondern man muss das Ganze über eine App machen, man kommuniziert über SMS. Das funktioniert aber zumindest bei mir, hat es reibungslos funktioniert, auch schnell und überhaupt ganz problemlos. Alles, was ich wollte, wurde gemacht, auch zu meiner Zufriedenheit. Dafür, dass der Klimakompressor jetzt nicht die Ursache war, dafür konnten sie ja nichts. Ich kann sagen, der Service von Tesla 2020 ist für mich hundertprozentig in Ordnung. So wie ich mir das vorgestellt habe, ist das gelaufen. Das kann ich nur weiterempfehlen. Das heißt, die Servicewüste vom letzten Jahr, wie sie immer propagiert wird, habe ich wieder mal nicht erlebt. Und ich denke auch, dass es bei anderen so und ich hoffe, bei euch wird es dann auch so sein, wenn ihr mal ein Problem habt. Ja, ich drücke euch die Daumen, dass das so läuft. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, wie immer, und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.